präsentiert von photoshoppodcast.de, Ihr Profi-Cast für digitale Bildbearbeitung. Durch Farbfüllungen können Sie einen neuen Farblook generieren. Den Kontrast steigern Sie anschließend durch Bildberechnung. Sehen Sie selbst. Als nächstes wollen wir in diesem Kapitel durch Farbfüllung einen neuen Farblook generieren und steigern anschließend den Kontrast durch eine Bildberechnung. Dazu gehen wir zunächst hier auf die Ebenen und erstellen hier eine neue Füllebene vom Typ Farbfläche. Das Ganze setzen wir gleich von Beginn an in den Modus Weiches Licht und wählen uns jetzt hier eine Farbe aus, die sich so diesen dunklen Goldton befindet. Ich gehe vielleicht noch etwas heller mit dem Ganzen. So in etwa gefällt mir das. Ich zoome mal aus, damit Sie auch die Wirkung des Ganzen sehen. Also jetzt haben wir schon eine ganz andere Farbrichtung erreicht. Ja, jetzt möchte ich das Ganze noch intensivieren und dazu verdopple ich mir diese Ebene einfach. Das wäre etwas zu viel des Guten, aber ich werde hier einfach auf den Modus Farbe wechseln und hier die Deckkraft reduzieren, weil ich möchte einfach nur so einen Hauch, so eine Nuance hier über das gesamte Bild legen, was jetzt nicht verrechnet wird wie im Modus Weiches Licht, sondern wirklich als Farbe hier nochmal darüber liegt. Ja, anschließend muss ich mir das Ganze jetzt hier zusammenfassen und nutze wieder hier diese Option sichtbar auf eine reduzieren mit gedrückter Alt-Taste. Und auf dieser Ebene führe ich nun noch eine Bildberechnung hier durch im Modus Weiches Licht. Ich wähle natürlich als Ebene, die hier bearbeitet werden soll, diese Ebene 5 hier oben aus, die zusammengefasste. Und dann schaue ich mir die einzelnen Kanäle an, welcher mich am meisten anspricht. Das ist in dem Fall hier eindeutig für meinen Geschmack der Blaukanal. Sie können auch noch hier mit den Ebenenmodi hier jonglieren. Ineinander kopieren verstärkt den Effekt natürlich schon um einiges. Hartes Licht macht keinen großen Unterschied. Strahlendes Licht, wie der Name schon sagt, überstrahlt in der Regel eigentlich alles. Sie können auch negativ multiplizieren testen, wenn Sie so eine Art High-Key-Effekt erstellen wollen. Multiplizieren dunkelt das Ganze hier natürlich extrem ab. Vor allem treten hier im Gesicht ganz starke Tonwertabrisse auf. Also ich bleibe hier immer beim Modus ineinander kopieren, wenn ich das etwas stärker haben will und regle dann die Deckkraft. Oder ich mache es hier im Standardmodus weiches Licht, was, wenn ich mir dann vorher nachher anschaue, ohnehin noch immer eine sehr, sehr große Veränderung ist. Ich nehme das auch nie zu 100%, weil mir das in den Tiefen immer ein bisschen zu duster wird. Aber so 50%, 75%, 68% in dem Fall, 67%, da gefällt mir das eigentlich ganz gut. Und jetzt ist es so richtig kontrastreich. Das Gesicht leuchtet richtig, die Augen strahlen. Der Glanz ist an den Stellen, wo ich ihn hinhaben wollte vorhin mit Dodge & Burn. Und die Farbfüllung, die ich hier angebracht habe, die tut noch ihr Übriges dazu, um hier eine harmonische Stimmung zu erzeugen.